Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Assassin's Creed Origins. So Leute, kurzer Catch-up. Ich war einmal hier vorne bei, was auch immer das ist hier, Serapeum. Und ich war einmal hier oben und da hab ich beide Schnellreisepunkte eben freigeschaltet. Ich habe hier auch noch nicht das Papyrus-Rätsel mir geholt, aber das können wir ja gerne zusammen machen. Allerdings war ich auch beim Händler und ich habe einiges an Geld ausgegeben und einiges an Geld bekommen. Unter anderem haben wir jetzt die versteckte Klinge, da können wir jetzt Bronze investieren, um den Schaden zu erhöhen, und zwar nicht zu knapp, Leute. Das werden hier knapp mal 250 Damage, die einfach oben drauf kommen. Daher würde ich das einfach mal freischalten. Wir können immer noch... okay, den Stabilisierungshandschuh können wir uns jetzt nicht mehr bauen. Wir können uns allerdings die Armschienen bauen oder die Köcher. Ich glaube, wir gönnen uns den Köcher. Und dann zusätzlich noch ein bisschen mehr Gesundheit. Apropos Köcher, wir bräuchten auch noch mal irgendwoher Pfeile, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Haben wir denn hier irgendwas in der Nähe? Da vorne ist ein Schmied. Dann laufen wir noch mal fix zum Schmied, bevor wir dann letztendlich uns um den komischen Dude kümmern, der unsere Freundin hier verfolgt. Und das finde ich natürlich gar nicht so gut. Und es scheint so, als müssten wir dafür, um den Schmied zu finden, in die Slums runter. Aber ich würde sagen, das ist natürlich auch noch mal... Oh lol, ich bin tot. Oh, noch nicht ganz. Okay. Holla, die Waldfee. Aber zum Glück haben wir Regeneration. Dann hebt sich das relativ fix wieder auf. Oh, wobei, es geht eigentlich. Also so slumartig sieht das gar nicht aus. Aber vielleicht sind die alle nur noch nicht auf den Beinen. Es ist ja auch noch relativ früh am Morgen. Wir wissen ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Und so weiter und so fort. Nein, Spaß beiseite. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir unseren Kram aufgefüllt bekommen. Und, dann mal weitersehen. Ach komm, für 28, ne? Da kannst du nicht meckern. Ja, war echt super, mit dir zu handeln. Danke sehr, tschüss. So, warte. Wo bist du jetzt? Achso, wir können ja hier unseren Dingens nehmen. Erleichtert sich, alles klar. Okay, 120 Meter. Den Typen holen wir uns, keine Sorge. Die Frage ist, wie kommen wir da am sinnvollsten dran, ohne dass wir gesehen werden? Ich glaube, das ist doch mal gar nicht verkehrt, oder? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Wo ist der 68 Meter? Okay. Hey, was? Wie bitte? Oh fuck, ey, da darf uns nicht erwischen. Und tschüss. Plündern wir noch eben. 50 Meter. Da vorne müssen wir aufpassen. Oh, hier wären auch Pfeile for free gewesen. Oh Mann. Ja. Was? Ist natürlich etwas bad gelaufen. Hey, was? Beschützt den Kyrios! Du kannst nicht fliehen! Scheiße! Der Holpas ist tot! Keine Munition mehr? Dein Ernst? Okay, wir könnten jetzt den Tod bestätigen. Allerdings würde ich mich vorher gerne noch mit Pfeilen eindecken. Was? Okay. Bestätigen wir den Tod. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten.
Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Okay, also werden wir jetzt praktisch gejagt, oder was? Philakes sind hinter dir her. Das sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Alles klar. Oh, fuck. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Oh, lol. Alles klar, haben wir uns verstanden? Ruhe jetzt hier. Ich glaube, es hackt. Oh, lol. So, okay. Schauen wir mal weiter. Warum ist denn jetzt Alarm? Jetzt chillt doch alle mal. Weißt du, ich hab ja eigentlich nicht vorgehabt, euch alle zu töten. Aber wenn ihr jetzt so rumschreit... Nee, also dann muss ich auch irgendwann mal Feierabend machen, ne? Also das geht ja mal gar nicht. So. Ups. Wundervoll. Okay, die Phylakes sind hinter mir her. Das ist mir aber relativ wumpe. Denn... Irgendwie... Weiß ich nicht. Also klar, wir sollten die vielleicht jetzt noch nicht fighten, weil die schon ziemlich strong sein sollen. Aber irgendwie habe ich jetzt auch keinen Schiss vor denen oder so. So, kommt mir zumindest nicht so vor. Gut, was bleibt? Wir haben neue Ausrüstung, neue Knochenbrecher. Das ist aber Stufe 12 erst. Holy shit. Wäre halt noch ein bisschen DPS mehr. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Null Fertigkeitenpunkte, genau. Wir haben Materialkäufer freigeschaltet. Genau. Okay, warte. Wir schauen mal eben auf unsere Quests. Das nächste wäre praktisch das Ende der Schlange. Oder, achso, aktuelles Ziel. Ja, okay, dann müssen wir erstmal die Schlange beenden. Die hält sich da vorne versteckt. Hey, dann sind wir ja schon in die richtige Richtung gelaufen. Mensch, schaffen wir heute sogar beide? Das wäre natürlich ziemlich GG. Die Kammer des königlichen Schreibers liegt im Nordteil des Palastes. Große Synagoge. Jut, jut. Ach ja, Leute. Ist das hier schon Sperrgebiet? Nee, ne? Oder? Doch, das ist Sperrgebiet. Fuck it. Ist das dein Ernst? Musst du jetzt hier hinkommen? Hey! Schuss. Das gibt extra EP. Und ja, nee, den konnte ich nur tragen, ne? Das heißt nur, in Anführungsstrichen natürlich. Okay. Ich bin dafür, wir verstecken uns jetzt einfach mal hier vorne. Und suchen da vorne unser Ziel. Alles klärchen.
Hey, warte! Da! Stoppt ihn! Wir müssen aufholen! Kein schwerer Schuss! Okay. Schön, dass wir das geklärt hätten. Das ist viel zu einfach. Okay. Wir gehen natürlich wieder in unsere Sneak-Position. Was? Psst. Ruhig jetzt. Okay. Okay, rüber. Und hoch. Bestimmt kommen wir hier auch irgendwo rein. Tatsächlich nicht. Das ist aber sehr merkwürdig. Hey, was? Stirb, du Wurm! Verdammt! Hey, halt mal die Augen offen! Okay. Hä, jetzt müssen wir nach oben? Achso, da geht's hoch. Okay. Nichts. Ich werde. Das bringt uns nicht weiter. Du Schlange. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Verschlossen ist natürlich doof. Das sind die... Die komischen Schriftrollen. Eine Leiter. Wenn das mal nicht heißt, dass es da oben irgendwas gibt. Kommen wir da nicht hoch? Nein, da vorne. Ah, Hilfe! Oh. Oh Mann, jetzt kommen wir da natürlich nicht hoch. Okay, jetzt haben wir's. Ah, ein Schlüssel. Wundervoll. Danke sehr. Der ist bestimmt abgehauen, der Drecksack. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siwa. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Ja gut. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre... Was? Ach, auf dem Badehaus, okay.
Okay. Badehaus, wo ist denn das? Das ist relativ zentral. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, dann machen wir an dieser Stelle auch Feierabend für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir eine Bewertung da, schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, für noch mehr Assassin's Creed Origins. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin, haut rein!